Der Fußballstar Prinz hört auf. Dazu sagen viele eigentlich nichts. Deshalb sage ich, ohne Birgit Prinz ist der deutsche Frauenfußball nicht mehr das, zu dem sie ihn gemacht hat. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Aber das ist ganz sicher zutreffend. Immerhin haben wir gegen den Weltmeister verloren. Und zwar ohne Birgit Prinz. Das weiß schon wieder niemand mehr. Ich hoffe, das hilft Birgit Prinz, ein neues Leben zu beginnen. Sie hat auch sicher irgendwas gelernt. Oder das kann ja auch noch werden. Wir haben Fachkräftemangel. Morgen geht's weiter.